Ja, Herr Klubobmann-Schieder hat seine Einleitung damit begonnen, dass die Sozialdemokraten in den kommenden Monaten den Fokus auf Ausbildung und Arbeit legen werden. Jetzt stellt sich für mich und natürlich auch für viele Österreicherinnen und Österreicher schon die Frage, was haben Sie in den letzten 10 Jahren gemacht, wenn Sie jetzt draufkommen, dass Sie die nächsten Monate die Ausbildungspflicht in den Fokus stellen. Und eigentlich bin ich von beiden Regierungsparteien sehr enttäuscht, weil das Thema heute lautet ja Arbeit für Österreich, Beschäftigung und Ausbildung im Fokus. Jetzt hat der Herr Bundesminister diese Debatte genutzt, um überhaupt über Regierungsarbeit zu sprechen, hat Beispiele aus Amerika gebracht vom Gesundheitssystem und, und. Über Ausbildung und wie Sie sich das in Zukunft vorstellen, wurde relativ wenig gesagt. Und wissen Sie, ich werde ein paar Sachen, die Sie angesprochen haben, mal näher durchleuchten. Sie sprechen von der Aktion 20.000 vom Beschäftigungsbonus. Zum Ersten ist der noch gar nicht beschlossen. Er wird auch heute nicht beschlossen. Und wenn er das Schicksal erleidet, dass die Gewerbeordnung hier erlitten hat, dann wird er sowieso wieder in den Ausschuss zurückvertagt. Also jetzt über etwas zu reden, das eigentlich nicht beschlossen ist, ist mühsam. Und vor allen Dingen, was Sie sicher schaffen, wenn die Regierungsvorlage so umgesetzt wird, wie sie jetzt vorliegt, Sie schaffen ein neues Bürokratiemonster, ähnlich wie der Handwerkerbonus und etliche Dinge mehr. Und jetzt komme ich zur Ausbildungspflicht, die der Herr Bundeskanzler angesprochen hat, der Herr Sozialminister. Ich weiß nicht, Herr Sozialminister, haben Sie die Aussendung Ihres obersten Arbeiterkämmerers Kaske gelesen von Mitte Mai? Der beklagt, dass 16.000 betriebliche Lehrstellen fehlen. Und in Anbetracht dieser Tatsache, dass 16.000 betriebliche Lehrstellen fehlen, ist eine Ausbildungsverpflichtung bis 18 und eine Ausbildungsgarantie bis 25 eine Illusion, das so umzusetzen. Wo wollen Sie denn die unterbringen? Wollen Sie die ÜLAS aufstocken? Wollen Sie die ÜAZ aufstocken, die ein unheimliches Bürokratiemonster sind, die unheimlich viel Geld verschlingen, die Abgangsquote mit 8 Monaten unter jeder Kritik ist, das sogar die Arbeiterkammer und die Wirtschaftskammer immer wieder kritisiert hat. Und das Einzige, was positiv anzumerken ist, ist, dass aufgrund der guten Konjunkturlage und auch aufgrund der Tatsache, dass die österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren Arbeiterinnen und Arbeitern wirklich eine hervorragende Arbeit geleistet haben in den letzten Monaten und Jahren. Und Ihnen sei der Dank ausgesprochen, dass Sie trotz schlechter Rahmenbedingungen dieser Bundesregierung es geschafft haben, den Trend der Arbeitslosigkeit zumindest einzudämmen oder zu stoppen. Und jetzt komme ich noch, was mich eigentlich wundert, was Sie überhaupt nicht angesprochen haben, war die Ausbildung überhaupt. Die duale Ausbildung ist ein Erfolgsmodell, das wissen wir seit Jahren. Damit machen wir Werbung in ganz Europa. Und wenn Sie jetzt sagen, und das haben Sie auch schon versucht, als Erfolg zu verkaufen, dass im letzten Jahr die Erstlehrlinge zugenommen haben, und zwar um 1.900, das sind 2,1%, und das als Erfolg verkaufen, dann darf ich Ihnen sagen, dass im gleichen Zeitraum die Zahl der 15-Jährigen um 2.200 gestiegen sind, also um 2,7%. Damit sind überhaupt noch nicht eingerechnet die eventuell ausbildungspflichtigen Migranten. Das heißt, sie haben trotz einer Zunahme eigentlich wieder einen Schritt nach hinten gemacht. Und wenn Sie sich noch vor Augen führen, dass in den letzten Jahren die Zahl der Ausbildungsbetriebe, der Lehrbetriebe von 39.600 auf 28.200 zurückgegangen sind, dann werden Sie feststellen, dass immer weniger Betriebe unter diesen Rahmenbedingungen auch nur bereit sind, Lehrlinge wieder auszubilden. Und ich sage Ihnen eines, wenn Sie die Wirtschaft nicht einbinden in die duale Ausbildung und mit gewissen Anreizen für die Wirtschaft aktiv werden, dann werden Sie Schiffbruch erleiden. Sie wissen, dass ein Ausbildungsplatz in meinem Ühler 17.000 Euro im Jahr kostet. Sie wissen, dass Betriebe um wesentlich weniger Geld wesentlich erfolgreicher Lehrstellen schaffen, Lehrplätze anbieten und damit wäre allen geholfen. Herr Bundesminister, nicht nur in den nächsten Monaten wären Sie gefordert gewesen, Sie wären schon in den letzten Jahren gefordert gewesen und da haben Sie total versagt. Nach Bernhard Demessel von der FPÖ kommt der neue Klubobmann der Grünen.